It's moment your time! Jetzt ist Showtime. Tausende von Menschen frieren wie die Blöden und warten auf die Anbetung einer Ratte. Der Wetteransager Phil Connors verbringt diesen Tag in Punxsutawney, Pennsylvania. Phil? Ned! Ned Ryerson, ich habe die pfeifende Bauchnabelnummer beim Highschool-Talentschuppen gebracht. Bing! Bing! Aber Phil muss erkennen, dass er nicht bloß in Punxsutawney festhängt. Werden Sie noch heute abreisen, Mr. Connors? Abreisewahrscheinlichkeit steht heute bei 100%. Er ist gefangen. Heute ist Murmeltiertag! Im Tag des Murmeltiers. Ich durchlebe denselben Tag immer und immer wieder. Phil? Ned Ryerson. Bing! Haben Sie manchmal Déjà-vus, Mrs. Lancaster? Oh, ich glaube nicht, aber ich frage mal in der Küche. Heute ist Murmeltiertag. Schon wieder. Anfangs war er noch ein bisschen irritiert. Phil? Oh. Werden Sie heute noch abreisen, Mr. Connors? Sagen wir, Abreisewahrscheinlichkeit ist 80%. Doch nun... Wir können alles tun, wozu wir Lust haben. Nutzt er die Gelegenheit. Sind Sie nicht besorgt wegen Cholesterin? Phil? Er lebt, als gäbe es keinen nächsten Tag. Phil? Phil Connors! Ned! Weil es keinen gibt. Ich bin unsterblich. Ich wurde erstochen, erschossen, verbrannt, erfroren und unter Strom gesetzt. Ich bin ein Gott. Sie sind Gott. Ich bin ein Gott, nicht der Gott. Er ist total ausgeklickt. Um zu bekommen, was sein Herz am meisten will, brauchen Sie eine Verabredung fürs Wochenende? Muss er diesen Tag immer und immer wieder leben, bis er alles richtig macht. Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe französische Lyrik des 19. Jahrhunderts studiert. Was für eine Zeitverschwendung. Ich habe französische Lyrik des 19. Jahrhunderts studiert. La fille qui j'aimerais. Sie sprechen Französisch. Oui. Bill Murray. Andy McDowell. Auf das Murmeltier. Ich trinke immer auf den Weltfrieden. Und worauf wollen wir trinken? Erst ein kleines Gebet, dann trinken wir auf den Weltfrieden. Nicht mit Wut fahren, nicht mit Wut fahren! Ich glaube, da kommt er raus. Ja! Und täglich grüßt das Murmeltier! Das Leben hat schon eine komische Art, sich zu wiederholen. Was haben Sie denn heute angestellt? Das Übliche, das Übliche.